Du willst wissen, wie man erfolgreich Welse fängt. Du willst wissen, was für ein Material man dafür braucht. Wo halten sich die Welse auf? In kleinen Flüssen oder in Seen? Und vor allem, wie das Ganze hier in Deutschland funktioniert mit seiner Erstausrüstung? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Hi Leute, Hubertus hier von Fish & King. In diesem Video möchte ich meinen ersten Wels hier in Deutschland fangen. Und deswegen habe ich mir den Carsten Zeck mitgebracht. Absoluter Welsexperte, in meinen Augen Koryphäe. Und zum einen deswegen, weil du die Firma Zeck Fishing aufgebaut hast, die sich nur aufs Welsangeln spezialisiert hat. Für mich die Nummer 1. Und einfach, ich folge dich schon seit mehreren Jahren auf Social Media, YouTube. Mhm. Du hast einfach wahnsinnig viel Großfischerfahrung. Ne? Also das ist ja dein Leben, Welsangeln. Genau. War mein Haupthobby, ja, und daraus habe ich halt auch eine Art Job gemacht, ja. Mittlerweile machen wir auch Produkte für Raubfischangler, aber Welsangeln ist mein persönliches Baby immer noch. Mhm. Und ich hoffe, dass wir hier einen Wels fangen werden. Ja. Es geht jetzt hier nur um die Basics, denn für alle weiteren Themen, wie angel ich mit der Spinnrute auf Welse, wie angel ich in schneller, starker Strömung am Rhein etc. Ansitzangeln mit dem Boot. Ganz genau, vom Boot, mit dem Bellyboot und so weiter. Da haben wir weitere Videos gemacht, richtig viele sogar. Da gibt es einen extra kompletten Kurs zu. Den Link dazu und Informationen dazu findet ihr unter dem Video. Hier geht es erstmal um die Basics. Genau. Deswegen lass uns doch mal direkt einsteigen, ja, mit der Platzwahl. Weil wir sind hier an einem neuen Gewässer. Das ist ein kleiner Fluss in der Nähe von Köln. Und wie gesagt, ich weiß nur, hier gibt es Welse drin. Wir haben gesehen, Zeitungsartikel, vor 2 Jahren wurde 2,20 Meter gefangen. Ja. Ein gutes Stück abwärts. Mhm. So, aber wie gehen wir vor? Worauf müssen wir jetzt achten? Genau, wir haben ja hier einen vorgegebenen Flussabschnitt, wo wir uns die Karte gekauft haben. Und wir sind schon ein bisschen rumgefahren und haben gesehen, dass der sehr flach ist. Mhm. Darum brauchen wir ganz wichtig im Sommer Strömung. Wir haben momentan wenig Sauerstoff im Wasser. Und da, wo etwas Strömung ist, Wasserverwirbelung, da ist mehr Sauerstoff vorhanden. Da ziehen sich so ziemlich alle Fische hin und natürlich auch der Wels. Und dementsprechend haben wir jetzt geguckt, wo haben wir ein bisschen Tiefe, das heißt über 1 Meter Wassertiefe, was hier schon okay ist, ja, und gleichzeitig Strömung. Und wir haben jetzt hier diese Art Buhne gefunden und versuchen jetzt hier unterhalb zu fischen, als auch oberhalb, wo wir gelotet haben. Können wir gleich auch vielleicht nochmal machen, ja, um ganz auf Nummer sicher zu gehen. Und da haben wir so ca. 1,70 Meter Tiefe. Und das sind schon mal 3 potenzielle Stellen, wo wir unsere Köder positionieren können. Einmal im schnellen Wasser, ein bisschen tiefer und halt noch im ruhigen, tieferen Wasser, um einfach den Standplatz im ruhigen, tiefen Wasser zu haben, als auch den Fressplatz hier im schnellen Wasser. Okay, also nochmal zusammengefasst, schnelle Bereiche, tiefe Bereiche und ja auch Versteckmöglichkeiten, Standplätze. Genau. Das sind so die Topspots, die man aufsuchen sollte. Ja, gerade in so strukturreichen Flüssen, wenn man jetzt einen Kanal hat und so weiter, kann man auch Außenkurven zum Beispiel, tiefe Außenkurven angehen oder in Flüssen mit Buhnen, die Buhnenköpfe sind der absolute Hotspots. Wie am Rhein oder der Struktur, Elbe. Ne? Struktur. Die Welse liegen wie andere Raubfische Struktur, wo sie sich dann verstecken können. Und auch wirklich Tiefe, ja, um so ein bisschen auch einen Standplatz zu haben. Das heißt, der Wels liegt immer im tendenziell eher tieferen Wasser ab, zieht dann aber zum Fressen auch ins Flache, wo Futterfische sind. Mhm. Super. Deswegen hast du auch gesagt, Kanten sind auch sehr wertvoll, ne? Wo es vom Tiefen ins Flache reingeht, weil er da zum Jagen dann abkommt. Wobei es eine Faustregel gibt, umso schneller die Strömung, umso wichtiger sind Kanten. Mhm. Heißt im Umkehrschluss auch, umso weniger Strömung ein Gewässer hat, umso unwichtiger sind Kanten. Beim Stillgewässer vagabondieren die Welse wirklich wild umher und fressen. Da fängt man sie oftmals irgendwo in Mitte des Sees im Mittelwasser. Mhm. Super. Cool. Also wir werden jetzt ein paar Stellen suchen, werden einfach schon mal drauf losfischen und dann werden wir in der entsprechend anschließend, werden wir einfach nochmal genau, zeigst du mir, wie die Montagen funktionieren, dass ich morgen selber losziehen kann. Genau, so machen wir das. Das ist der Plan. Ich würde sagen, let's go. Let's go. So, Carsten hat die Routen alle fertig gemacht. Die ersten sind schon beködert. Wie man das genau beködert, worauf man achten muss bei den Tauwürmern etc., machen wir morgen. Carsten, wie legst du das jetzt aus? Ja, ich schlänze die Montage raus, also wirklich ein Wurf, ein relativ sachter Wurf. Ich würde zwar gerne etwas nach unten kommen, aber klar, wenn ich allzu weit aushole, fliegen die Würmer ab, deshalb sachte, ja. Wohin legen wir die genau? Das ist die ganz rechte, ne? Die Strömung kommt von links und geht dann nach unten und da wollen wir hin, so vor den Busch, den wir hier sehen, ja? So vielleicht einen Meter davor. Ja. Ja,
Handanzeiger. Ja, oldschool mit dem Klöckchen. Mhm. Ja. Knicklicht, dass wir auch sehen, wenn die Route sich bewegt. Und ich mache es meistens so im Bereich, es muss gar nicht ganz weit nach oben. Achten, dass wir unseren Turm nicht zerstören. Meistens so in dem Bereich. Ah, da schön an so einem Rotring dran. Genau, da kann ich es auch immer abmachen, ne? Mhm. Dass wir die Aufnahmen nicht stören beim Drill. Und ganz wichtig, ja, wir haben ja hier einen Routenständer-Turm gebaut, ja, weil der Boden hier so hart ist, weil es hier viele Steine gibt, haben wir die Steine hier gehäuft. Auf keinen Fall die Bremse hier zumachen, weil wenn wir die Bremse jetzt so fest lassen wie hier, macht die Route den Abflug. Ja, das ist echt so. Ja, und Hebelwirkung noch, deshalb muss man sie zwangsläufig ein bisschen öffnen. Mhm. Wir haben trotzdem eine Art Selbsthackmontage, der Wels rennt dagegen. Auch wenn er ein bisschen Schnur nehmen kann, wichtig ist, dass man schneller an der Route ist und den Anhieb setzt. Ja, das heißt, ich gewähre ihm hier ein bisschen Abzug. Ist okay. Ja. Der hakt sich trotzdem, ne? Einigermaßen, ja. Ja, wir müssen dann trotzdem noch einen guten Anhieb setzen. Schnell an die Route, wenn wir der Überzeugung sind, der Wels hat den Köder im Maul. Mhm. Sehen wir anhand der Routenspitze, wenn es nach vorne geht, wie beim Fiedern, ja. Mhm. Dann anschlagen, ne? Mhm. Volle Kanne. Das ist im Grunde Fiedern auf große Fische, ne? Fiedern auf große Fische, so kann man es. So kann man es sagen, ja. Ohne Futterkorb. Ja, ich denke, das geht mit der Bremse. Mhm. Kann hier mal immer noch ein bisschen Schnur geben, um zu sehen, ob die U-Pose abtreibt, Schnur nimmt, dass nichts verheddert ist. Ah, aber es sieht so aus. Das ist auch ein wichtiger Tipp, ne? Gerade beim Ausbringen, ja. Weil wenn die statisch bleibt, dann hat die sich am Grund verheddert irgendwo, ne? Genau. Kann sein, dass beim Auswurf sich ein bisschen was verheddert hat. Aber das spielen wir morgen mal nach. Gehen wir einfach mal mit der Kamera unter Wasser und zeigen die Montage einfach mal, ne? Wie das aussieht. Ja. Genau. Also bleibt auf jeden Fall dran und guckt das Video bis zum Ende, Leute. Es wird noch spannend. Leicht spannend, ne? Leicht. Absolut. Spannung aufnehmen. Okay. Die Routenspitze leicht gebogen ist. Und dann passt das. So, wie ihr seht, wir haben schon den nächsten Morgen und hier liegt kein Wels auf der Matte. Ja. Also wir haben trotz der besten Montagen, trotz des besten Wels-Profis kein Wels jetzt an Land gekriegt. Mit Abstand besten Gewässers. Ja. So, aber jetzt muss man dazu sagen, wir sind hier an einem neuen Gewässer. Wir haben hier zum ersten Mal jetzt auf Wels gefischt und du hast ja selber gesagt, man hat an den besten Gewässern mal Schneidernecht. Das hatten wir selbst in Spanien am Ebro selbst erlebt. Und zuerst recht an einem neuen Gewässer. Ja, schweineheiß, wenig Sauerstoff. Und wir wissen halt gar nicht, was hier vorgeht. Und lasst euch nicht entmutigen. Immer weitermachen, Stellen wechseln. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Und jetzt ist es so, Carsten wird heute Nachmittag wieder zurück ins Saarland fahren müssen. Zurück in die Firma. Und ich möchte trotzdem noch meinen ersten Wels hier fangen. Das heißt, ich werde es an einer anderen Stelle probieren, wo es noch wesentlich tiefer ist, wo wir vielleicht noch mehr Strömung haben. Die gucken uns noch gemeinsam an. Aber ich will wissen, wie funktioniert das Ganze? Also, deswegen werden wir euch jetzt noch zeigen, was braucht man und was ist so die universellste Montage und Ausrüstung, die man braucht. Mit, genau. Wo man wirklich als Einsteiger mit kleinem Geld und eine gute Ausrüstung hat, um auch in 2,30 Meter, 2,50 Meter Fisch landen zu können. Im Idealfall, ja. Ne? Also ab 1 Meter oder ab auch immer was. Welsangeln ist halt, das fängt bei 80 cm an, sage ich mal circa, und endet bei mittlerweile wirklich über 260. Ja. Und man kann ja nicht bestimmen, wie groß ist der Fisch. Ja? Man weiß nicht, wie groß die Fische hier sind. Ne? Genau, und hier, wir haben es in der Zeitung gesehen, so ein Zeitungsausschnitt, der uns vorgelegt wurde, hier wurde auch schon in dem Gewässer in 220 gefangen. Das war sogar 230, oder? Ich glaube 220, weiß ich nicht. Aber 220, auf jeden Fall. Riesenfisch. Genau. Und für so einen Fisch braucht man definitiv Welksgerät. Also ihr könnt hier nicht mit der Aalroute, mit einer Karpfenroute anrücken. Ja. 1,50 Meter in der Strömung zerlegt euch da alles. Und das Schlimme beim Welsangeln ist ja, dass man hat nicht nur keinen Erfolg, sondern der Fisch schwimmt dann noch mit einer Montage im Maul rum. Ihr habt kaputtes Zeug. Deshalb lieber stabiles Material kaufen. Genau, weitgerecht. Also, dann lass uns einfach loslegen, Carsten. Ich und meine Fishing Kings, wir wollen in den Angelladen. Was brauchen wir? Ja, als erste Ausrüstung. Also, ist jetzt unser Gerät. Ja, ich sag unser Gerät, weil es von meiner Firma kommt. Aber ich sag jetzt einfach mal so die Facts. Ne? Man kann natürlich auch gucken, dass man sowas günstiger bekommt. Gerade im Bereich Glasfaser. Wir haben auch eine Glasfaserroute für unter 100 Euro. Mhm. Da fängt es ungefähr an. Ja? Ich sag mal so im Bereich 50 Euro brauche ich nicht zu gucken, weil das ist wirklich nichts. Aber ab 100 Euro ungefähr, dann passt das schon. Ja. Hier ist jetzt eine teure Route, aber wie gesagt. Genau, gehen wir auf die Hard Facts ein. Genau. Wie lang soll die sein? Wie schwer muss die sein? Circa 3 Meter. Das heißt,
bei 2,80 Meter fängt es ungefähr an. Mhm. Man muss ja nicht weit werfen. Mhm. Allerdings, wenn man halt mit einer Vorfachlänge von 1,50 Meter fischt, was an tieferen Gewässern durchaus ja auch sinnvoll sein kann, dann muss man halt schon so mindestens 2,80 Meter lange Routen haben. Besser 3 Meter lange Routen bis 3,20 Meter. Das ist so 2,80 bis 3,20 aufgrund der langen Vorfische. Mhm. Ich habe hier 3,20 ist so eigentlich meine ideale Uferroute. Mhm. Ja. Nicht zu kleine Ringe, mhm, etwas größere Ringe, gerade der Startring, das ist wichtig, damit die Schnur auch gut durchgleiten kann. Ja. Und Thema Schnur, wir fischen hier mit sehr starken Schnüren. Das hier ist eine 0,55er geflochten, also 0,55 mm Durchmesser. Ich nenne im Prinzip keine Tragkräfte, bei denen kann man oftmals keinen Glauben schenken, deshalb sollte man nach dem Durchmesser gehen. Allerdings schwanken da die Angaben auch stark, aber eine reelle 0,55er ist okay. Ich sag mal so, ab 0,50 fängt man an. Was hat die, deiner Meinung nach, sollte die für eine Tragkraft haben in dem Bereich? Die sollte eine reelle Tragkraft von ungefähr 40 Kilogramm haben. Oftmals steht im Laden halt 100 Kilogramm drauf, was Blödsinn ist. Ne? Aber eine reelle Tragkraft von ca. 40 Kilogramm. Und wenn die mit Knoten dann knapp 30 hält oder so, ist das absolut okay. Weil mehr als 20 Kilo Druck kann man mit dem Gerät eh nicht aufbringen. Ne? Mhm. Das heißt, das ist so ein alter Irrglaube, dass man Schnüre braucht mit 100 Kilo Tragkraft. Die gibt es in dem Durchmesser gar nicht. Mhm. Okay, super. So, jetzt haben wir eine Sache übersprungen. Wurfgewicht bis 350 Gramm, Länge 3,20. Und genau, von der Rolle her Wurfgewicht geht auch 300 Gramm. Ich sag mal so um die 300 Gramm Wurfgewicht. Das ist eher auch so eine Fantasieangabe, weil man kann damit eh nicht voll durchziehen. Ja? Aber es muss halt möglich sein, 300 Gramm Bleie und Köder zu werfen. Also wirklich so ein Bündel von 500 Gramm muss man rausschlenzen können. Und die meisten Routen, die dann Wurfgewicht angegeben haben, von um die 300 Gramm eignen sich. Ja? Okay. 300 bis 500 Gramm so. Okay, super. Länge 2,80 bis 3,20. Besser etwas länger. Und Rolle, ich habe halt hier eine spezielle Welsrolle, unsere hängende Multi. Das kann man auch gut verwenden zum Schlenzen, aber es gehen auch ganz normale, starke Stationärrollen. Wieder hinten. Wieder hinten rein, zum Beispiel, ja. Ja. Da muss jetzt wie viel Schnur drauf passen auf die Rolle, das ist ja die Kernfrage. Genau, ich habe hier eine sehr große Rolle, weil ich habe mir halt damals auch direkt schon Zeug gekauft, was ich auch im Ausland einsetzen kann, wenn ich mal mit dem Boot meine Montage auslege. Mhm. Und wenn ihr jetzt vorhabt, auch mit dem Boot eure Montage zu legen oder einen Welsurlaub zu fahren, würde ich mir direkt eine große Rolle kaufen, wo um die 400 Meter Schnur drauf passen. Also Schnur, 400 Meter 0,55er. Wenn die Absicht da ist, wirklich auch öfter das Ganze zu machen und später vielleicht auch ins Ausland zu fahren. Mhm. Wenn ich nur an kleineren Gewässern die Montagen rausschlenzen will oder auch in großen Gewässern, aber wenn ich halt einfach nicht mit dem Boot angeln möchte, auf keinen Fall. Kann ja auch sein, dass es Leute gibt, die sagen, Bootsangeln ist nichts für mich. Ja. Dann reichen auch ungefähr 200 Meter Schnurfassung von so einer Schnur. Mhm. Aber die sollte man schon haben, wenn ein Fisch eine Flucht macht, so ein bisschen Reserve. Mhm. Ja, das ist schon wichtig. Gut, Hard Facts haben wir. Was brauche ich jetzt neben meiner Route? Rolle, Schnur, das habe ich. Was ist so die universellste Montage? Wir haben ja jetzt hier auch im Grunde genommen mit genau dieser Montage gefischt. Genau. Die kann man im Stillwasser als auch im Fluss verwenden. Ne? Also die universellste Montage überhaupt, sowohl im Stillgewässer, die Leute meinen oftmals, es geht nicht im Stillgewässer, aber es geht wunderbar, als auch im Fluss ist die Unterwasserposenmontage. Sprich, wir brauchen einen Auftriebskörper relativ nah am Köder, weil der Wels ist ja ein Fisch, der von unten nach oben raubt. Ja? Oberständiges Maul, alles nach oben gerichtet. Er hält sich zwar oft in Grundnähe auf, raubt aber nach oben. Und darum ist es viel effektiver, wenn wir uns den Köder aufpoppen. Mhm. Im Fluss haben wir wiederum den Vorteil, ein aufgepoppter Köder spielt halt auch noch schön in der Strömung. Und so eine Unterwasserposenmontage kann ich ganz genau auch am See einsetzen. Da ist es halt nur so, die Vorfachlänge bestimmt im Endeffekt die Präsentationstiefe meines Köders über Grund, weil die U-Pose den Köder ja senkrecht nach oben nimmt. Okay. Im Fluss wird das alles so ein bisschen runtergedrückt noch. Lass uns das einfach mal an einem Beispiel machen, dass wir mir jetzt mal meine Montage bauen. Ja, ja, sollen wir einfach mal eine binden zusammen. Genau. Ja, hier sieht man ja alles. Also erstmal, was muss ich einkaufen? Ich brauche erstmal U-Pose, ne? Eine U-Pose. Ich habe jetzt direkt ein Flügelmodell genommen, eine Propeller-U-Pose, weil damit kann ich halt beides machen. Ich kann die im Fluss verwenden, dann kriege ich halt noch eine Rotation im Köder, einen zusätzlichen Reiz. Ich kann den Propeller aber auch abmachen, habe nur einen Abpitchkörper. Ne? Genau. Ist noch Ersatzkabelbinder dabei. Mhm. Also eine U-Pose. Und wenn wir mit Würmern angeln, wir gehen jetzt einfach nur mal davon aus, dass wir mit Würmern angeln, weil das so der universellste Köder ist, da sollte man eine U-Pose von 20 Gramm Tragkraft nehmen. Da kann man dann auch 20 bis 30 Würmer drauf klatschen, ohne dass die untergeht. Mhm. Dann brauche ich Drillinge. Mhm. Da gibt es auch ganz verschiedene Größen auf dem Markt. Jeder Hersteller benennt seine anders. Wir haben jetzt das Modell S, also ein eher kleineres Modell, S wie Small. Eine Bogenweite von 12 mm braucht man schon, um auch wirklich so ein Tauwurmbündel auf einen Haken zu klatschen. Okay. Ja. Und die Haken muss natürlich auch entsprechend stabil genug sein. Dickträdig kommen meistens Modelle aus dem Meeresangeln in Frage. Mhm. Haben wir hier auch. Mhm. Als Vorfahrmaterial, gerade wenn man eine Propeller-U-Pose einsetzt, eignet sich Monofil. Weiterer Vorteil, Monofil ist ein bisschen günstiger und es macht nicht so viel Krach in der Strömung, weil es ein glattes Material ist.
Wenn ich jetzt keine Propeller-U-Boote hätte, könnte ich auch ein geflochtenes Material einsetzen. Ist dann etwas teurer, hat aber etwas mehr Abriebfestigkeit. Aber im Regelfall reicht Monofil ab 1 mm Durchmesser. Ah ja, okay. Wie man die gleich noch knotet, zeigst du uns noch. Genau. Auch nochmal ganz wichtig, wir packen hierzu auch nochmal die komplette Liste, was man wirklich braucht, mit genauen Angaben nochmal unter das Video in die Infobox. Da machen wir dann einen Blogbeitrag zu, da findet ihr das alles nochmal im Detail, ja, wenn ihr nachher losziehen wollt. Super. Ja, dann braucht man einen Boom. Ja. Ein LED-Boom. Wir haben hier spezielle Modelle, die Auftrieb haben. Hat den Vorteil, wenn mein Blei irgendwo auf Grund liegt, zwischen den Steinen, das hier treibt leicht auf und die Schnur kann dann halt durchlaufen. Ah, super. Mhm. Ja, so was Spezielles. Es geht auch normaler Boomer. Das hier ist die bessere Variante. Mhm. So wie so ein Tiroler Hölzel, nur in cool, professioneller Luft. Nur zum Welsanger, ja. Ja, genau. Uplift-Boom nennen wir das Ganze, ja. Ja. Mhm. Dann halt ein Blei. Und hier ist es so, viele Leute fragen mich, ja, 50, 80 Gramm reichen doch. Nee, die reichen nicht aus, weil ich möchte, dass mein Köder wirklich sicher an Ort und Stelle liegt. Mhm. Und wenn der Wels beißt und man fischt zum Beispiel nicht mit so einem Rutenständer, der es ermöglicht, die Rute steil aufzustellen, die Bremse zuzumachen. Ja. Am Anfang braucht man das nicht. Man kann auch vom Rodbot ausfischen oder von zwei normalen Rutenständern. Wichtig ist, dass die Bremse dann offen ist, ja, oder halt ein Freilauf, wenn vorhanden. Und da ist es wichtig, dass ich nur halt durchgleiten kann, dass Blei sicher liegen bleibt. Deshalb 300 Gramm Gewicht. Ja. Ja. Weil ansonsten könnte er auch die 50 oder 80 Gramm aus Versehen mal mitziehen. Ja. Und das bringt ja auch nichts, weil... Wir hatten heute ein bisschen Treibgut drin, ein bisschen Kraut und das zieht das Ganze dann auch mit. Ne? Die Montage zieht weg, deshalb 300 Gramm sind schon wichtig. Alleine wegen dem Treibgut schon. Genau. Ja, und dann einfach noch eine Perle als Knotenschutz, ja, ein stabiler Wirbel, um die 100 Kilogramm Tragkraft. Ich liebe Kugellagerwirbel, weil die halt wirklich zuverlässig einen Drall aus dem Vorfach nehmen. Mhm. Weil es dreht sich ja schon immer weiter. Es dreht sich, ja, und wenn halt manchmal Drall ins Vorfach kommt, ist es schon wichtig, dass der Wirbel auch gut dreht. Und das ist halt nur mit Kugellagerwirbeln gewährleistet. Mhm. Und ansonsten einfach noch ein bisschen Tube. Einmal als Knotenschutz und einmal als Stopper und als Montagenschutz. Okay. Also ich würde sagen, entweder zeigst du uns jetzt mal hier die Montage, wie die aussieht, oder wir binden sie direkt, oder ich binde sie einfach mal. Ja, bind du die, das wäre doch ideal. Oder? Gut, also ich würde jetzt eigentlich oben anfangen, Carsten sagt, aber wir müssen mit dem Haken anfangen, weil der Wirbel dann nachher dran hängt an der Montage. Genau. Dann machen wir das mal. Also zuerst packen wir mal zwei Haken aus, zwei, wenn wir da ein ordentliches Bündel drauf kriegen. Normalerweise bevorzuge ich das Angeln mit Einzelhaken, aber der Drilling hat halt einfach den Vorteil, ich kann da richtig viele Würmer draufpacken und die treten dann so als Bündel auf. Wenn ich zwei Drillinge im Abstand von ungefähr 7 cm obereinander montiere, dann kriege ich halt ein richtig fettes Bündel. Ja? Mhm. Und das ist besser als so kleine Bündel. Ja. Ne? Für groß und klein ist es abgegeben. Man hat halt auch Fressfeinde. Ja? Ab und zu kommt mal ein Döbel vorbei oder ein Barsch und der klaut dann einen Wurm. Und darum müssen da richtig viele Würmer drauf. Mhm. Dann lenken wir das Vorfach ab. Wir brauchen etwas mehr Überstand hier bei dem Knoten, den wir später machen. Und auch beim Nonot um den Haken herum brauchen wir ein bisschen mehr. Also ich sag mal, wenn wir jetzt einen Meter Vorfach binden wollen, brauchen wir ungefähr 1,50, was wir ablenken müssen. Ja? Ja. Also kleiner Sicherheitsknoten am Anfang mache ich immer ganz gerne, um den so ein bisschen einzuklemmen im Hakenschenkel. Das sind ganz normale Überhandknoten. Ne? Genau. Nichts Besonderes. Am besten auch direkt immer ordentlich abschneiden. Jetzt lege ich hier mal drauf, das schmeißen wir nachher weg. So. Normal sagt man immer von hinten durch, am Anfang mache ich es aber umgekehrt. Was heißt von hinten durch? Ich muss halt die Richtung kennen. Ne? Ich habe jetzt hier eingeklemmt und eigentlich geht das Vorfahrmaterial von hinten nach vorne durch. Ah ja, okay. Ich muss halt wissen, wo die erste Richtung ist, damit ich später diese Richtung wieder finde. So, einmal durch. Und jetzt mache ich 6 Wicklungen um den Hakenschenkel herum. Enge Windungen. Mhm. Nebeneinander. Nach 2, unten, nach unten. 3, 4, 5, 6. Jetzt eine zurück. So eine kleine Sicherheitswindung. Und jetzt muss ich wieder von hinten durch. Ja? Wieder von hinten nach vorne durchführen. Immer dieselbe Richtung, die man am Anfang hatte. Mhm. Damit sich der Knoten nicht aufzieht. Mhm. Und jetzt fest zuziehen. Super. Jetzt ist es allerdings so, dass Mono ja so ein bisschen widerspenstig ist und störrisch. Mhm. Und darum brauchen wir einen Knotenschutz in Form von einem Tube. Ja, das ist ein dickwandiger Schlauch, ca. 4 mm Innendurchmesser. Den brauchen wir, der brauchen wir schon bei Drillingen. So, du hast eben gesagt, wir haben hier nämlich einen falschen gehabt. Das wir hatten den falschen. Wir hatten nämlich, es gibt drei verschiedene. Kannst du dran? Gerne nochmal zeigen. Genau. Also wir haben drei verschiedene Tubes beim Welsangeln. Wir haben einmal einen
dicken, mit einem dicken Innendurchmesser für große Haken, Drillinge, darum heißt der auch Treble Tube. Dann haben wir den Hook Tube für normale Einzelhaken, auch kleinere Einzelhaken. Und wir haben den Rig Tube. Rig Tube und Hook Tube haben beide 3 mm Innendurchmesser, allerdings ist die Wandung des Rig Tubes dünner. Die sorgt dafür, dass sich dieses Material, wenn man es als Stopper einsetzt, einfach überschlägt. Ja. Weil Rig Tube ist später auch unser Stopper für die U-Pose und gleichzeitig noch ein Knotenschutz. Okay, da kommen wir gleich drauf. Das ist noch zu komplex. Wir müssen nur jetzt wissen, hier brauchen wir das dicke Material, 4 mm Innendurchmesser. Genau, kommt immer auf die Dehnung vom Material auch an. Ja. Also ich habe da wirklich lange gesucht, bis man ordentliche Tubes hat in der entsprechenden Größe. Ja, schneidet mal so 1,5-2 cm ab ungefähr. Mhm. So, dann geht man durch. Und wichtig ist jetzt, das Ganze muss ordentlich flutschen und deshalb muss man es befeuchten. Mhm. Sieht eklig aus, aber so ist es halt manchmal beim Angeln, ne? Mhm. Wichtig ist hier festziehen und dann kann man das so drüber ziehen. Und jetzt kann der Knoten nicht mehr aufgehen. Ja. Sieht gut aus, ja. So, zweiten Haken machst du dran. Jetzt wichtig, ein kurzer Abstand, so ungefähr 5 bis 7 cm so. Mhm. Also in das etwa. Passt schon, ja. So, ne? So in etwa, ja. Sagen wir mal einfach hier, Ringfingerbreit, lang, Länge. Jetzt halte ich es hier schön dran. Und musst halt nur dran denken, es geht hier so durch und später musst du auch nochmal so durchgehen, ja? Ja, das heißt, ich mache jetzt meine Wicklungen. Ne? Genau. Ganz eng und straff. Vier. Ja. Ein bisschen runterziehen. Fünf und sechs. So, und jetzt eine zurück. Genau. Kannst du ruhig hier dann drauf halten, genau mit dem Finger. Und dann bist du safe. Und dann jetzt wieder. Weißt du noch von wo? Ich hab mal. Du musst dann quasi nochmal von hinten so durch. Ja, hier durch, ne? Genau. Ja. Jetzt festziehen. Schneid er mal schon mal ein Stück ab. Mhm. Ja, ich würde sagen, das sieht ziemlich gut aus. Sieht sehr gut aus. Ne? Jetzt erstmal schön hier drauf gehauen. So reicht es auch, ne, Carsten? Ja, ich nehme es gerne in den Mund. Oder willst du nochmal nachfeuchten? Ist okay. Wichtig ist immer ein bisschen spannend zu halten, dass der Knoten sich nicht verrückt, wenn du das drüber ziehst, drauf schiebst. Genau. Das sieht doch schon mal gut aus, ne? Mhm. Später, wie gesagt, Würmer drauf, das zeigen wir auch noch. Wie man die drauf macht. Ja. Genau. So, und jetzt brauche ich Stopper, weil ich muss ja meine U-Pose stoppen. Mhm. Und das mache ich jetzt hier mit dem dünnen Tube. Da schneide ich mal so knapp einen Zentimeter ab. Mhm. Gehen wir auch durch. Und viele Leute machen den Fehler und stoppen die U-Pose in der Mitte des Vorfachs. Was mir ja gar nichts bringt. Ne? Ich habe also quasi Mitte des Vorfach Auftrieb und der Köder hängt wieder Richtung Grund. Mhm. Das sollte nicht sein. Die Leute haben Angst, dass der Wels sich verschreckt vor der U-Pose. Ja? Aber dabei ist es gerade umgekehrt, gerade bei einer Propeller-U-Pose, das lockt eher. Das heißt, die U-Pose muss sogar zwangsläufig in die Nähe des Köders. Mhm. Ja, so ein bisschen Abstand lassen wir, damit das alles so besser im Wasser steht. Aber auch bei Strömung würde ich sagen, mehr als 10 cm Abstand müssen nicht sein. Und im Stillwasser? Im Stillwasser sieht es sogar so aus, dass ich noch näher dran gehe. Weil wenn ich im Stillgewässer zu viel Abstand habe, kann es sein, dass der Köder quasi ins Vorfach, beziehungsweise die Haken sich im Vorfach verfangen. Okay. Da ist es wichtig, dass der Auftrieb direkt am Köder ist und das Ganze dann so steht. Okay, super. Stillwasser nah dran, plus 10 cm. Stillwasser 2-3 cm, sag ich mal, plus 10 cm. Und dann geht man auf Nummer sicher. Ja. Das machen viele wirklich falsch. Mach die mal auf, ja? Oder? Ja, mach die auf. Ja, mein erstes Tackle jetzt hier, ne? Meine erste Ballermontage. Ich zeig's noch gerade, ich gehe jetzt doppelt durch. Ich war ja am Anfang einmal durchgegangen. Das sollte man vielleicht noch kurz erwähnen. So. Einmal durch und jetzt gehe ich doppelt durch. Mhm. Ja, also aufgezogen und dann quasi von unten durch. Ach, von unten jetzt. Ja, ne? Man sieht's ja hier. Ja.
wissen wir auch, warum das 3 mm sein soll, ne? Oder das hat jetzt doch auch 3 mm Durchmesser. 3 mm Innendurchmesser, ja. Ja, weil jetzt haben wir ja schon 2,4 durch die Schnur, ne? Doppelt. Ja, beziehungsweise ist das ein 1,0er Mono, ja? Ah, ja. So, und jetzt muss ich das überschlagen. Und das ist halt wichtig, dass der Außendurchmesser nicht so dick ist, weil ansonsten überschlägt sich nicht ordentlich. Jetzt habe ich einen Stopper. Rüttel mal dran. Ja, herrlich. Hm? Hält richtig gut, ne? Ja, super. Sehr gut. Mhm. Ja. Und die Schnur läuft gerade durch. Also sind wirklich ideale Stopper. Einfach Rigtude nehmen, cool. Doppelt durch. Perfekt. Und die Schnur ist wirklich gerade durch, ne? Die Schnur ist gerade durch, die hat überschlagen. Den Stopper, zack. Genau, das Teil ist überschlagen und die Schnur läuft gerade durch. Super. Ja, toller Trick. Mhm. Und jetzt können wir den Kameraden hier drauf machen. Genau, zuerst brauchen wir aber eine Perle. Da sind 3 Perlen drin. Ja. Und eine davon brauchen wir. Weil die Propeller-U-Pose läuft auf der Perle. Ne? Das würde bremsen. Genau. Darum haben wir hier nochmal so eine Hart-Plastikperle. Die sich schön dreht. Genau, die sich schön dreht. Mal dann den Kameraden drauf. Wie rum? Also die Flügel müssen Richtung Köder zeigen, ja? Okay. Damit mal wirklich den Effekt schön hat. Genau, in der Strömung dreht. Genau. Das heißt auch von hinten durch. Mhm. So, da sieht man schon, was später passieren wird, wenn man jetzt dran dreht. Super. So, jetzt die nächste Perle, ne? Du brauchst nicht zwangsläufig eine zweite, aber ich mache meistens eine zweite dran, wenn sich mal ein bisschen was verhängt oder so. Mhm. Ist sicher ist sicher, ne? Sicher ist sicher. Eigentlich reicht eine unten. Jetzt ist halt wichtig, auch nochmal einen Stopper zu verwenden. Das waren nämlich auch viele nicht oder gerade Anfänger. Mhm. Wichtig ist, dass man die U-Pose schon fixiert an Ort und Stelle, ja? Mhm. Allerdings bei der Propeller-U-Pose nicht fest, sondern so einen Zentimeter Abstand, damit sie auch locker rotieren kann. Mhm. So, jetzt kannst du das Ganze mal machen, damit du auch siehst, wie es geht. Learning by doing, ne? Ja. So. Ziehen wir die erstmal dahin, wo wir die haben wollen. Ja, du kannst auch ein bisschen oberhalb und danach schieben, wenn es geht. Okay. Wie viel Platz lassen wir in etwa so, dass sie sich noch bewegen kann? Ja, so jeweils ein Zentimeter, ne? Ja, oder ein Zentimeter insgesamt reicht eigentlich schon. Ja, okay. Gut, dann gehen wir jetzt hier wieder durch. Kannst du nachher noch unterschieben, das macht nichts. Mhm. Mal ein bisschen befeuchten, das machst du ja so gerne. Mhm. Muss halt immer flutschen, ne? Kasten genau. Jetzt einfach dran ziehen, ne? Mhm. Ja, ich muss ja noch was runterziehen. Ah, den kann ich ja gleich den Stopper noch runterziehen, ne? Okay. Mhm. Wieder schön, ne? Mhm. Musst du jetzt nicht mal zwangsläufig, ja? Ah ja, okay, ich dachte. Ja, super. Mhm. Perfekt. Mhm. Können wir den schön hier runterziehen. So, einfach ein bisschen Freiraum lassen. Das ist schon fast zu nah, ne? Oder ja, das geht. Optimal? Das geht. Jetzt haben wir hier so ein bisschen, genau. So jeweils einen halben Zentimeter. Muss ich einfach nur drehen können, ne? Perfekt. Das passt. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Mhm. Und jetzt ist es so, das ist die Flussmontage. Und wenn ich jetzt im See angeln will, mache ich einfach die Flügel hier ab. Ja? Okay, die schneide ich mir hier auf. Ja. Wenn ich nur im See angeln und nie vorhabe, im Fluss zu angeln, dann kann ich mir auch eine normale U-Pose kaufen, ohne Flügel. Mhm. Und auch da, dann brauche ich keine Perlen, sondern die Stopper direkt drauf machen. Ja? Weil dann kann die echt fixiert sein. Ja. So, wir haben jetzt hier so eine Länge. Ja, einen Meter habe ich ja gesagt, wollen wir kriegen mal ungefähr. Ne? Mhm. Das heißt, man verbrät schon relativ viel Vorfahrmaterial bei den Knoten. Ja. So, und jetzt könnte man quetschen, das Ganze. Man bräuchte aber dann zusätzlich Quetschhülsen, Loopwimpel, Klemmhülsenzange. Und eine gute Klemmhülsenzange kostet auch ein paar Mark oder Euro mittlerweile. Mhm. Darum zeige ich jetzt einfach mal einen Knoten. Wo man halt wirklich gar keine Quetschhülsen braucht. Was man halt direkt braucht, den Wirbel, weil den bindet man direkt ein. Mhm. Und um auf Nummer sicher zu gehen, so eine Art Knotenschutz, verwende ich jetzt nochmal meinen Rigtube, den ich auch als Stopper hier verwendet habe. Ja. Und da brauche ich wirklich so ungefähr 10 cm. Das versteift die Montage auch nochmal ein bisschen beim Werfen. Damit die sich schön streckt dann. Ne? Genau, genau. Ähnlich wie beim Karpfenangeln machen wir es auch ganz gerne mal. Und ich habe hier nachher ein bisschen Überstand am Knoten. Das ist ganz wichtig beim Monofil, dass man nicht so kurz abschneidet, sondern wirklich so 3 cm überstehen lässt. Weil die zieht nochmal nach dann im Drin. Genau, und da ist es auch ganz gut, dass das abgedeckt ist und sich meine Hauptschnalle drin verfängt. Draufgeschoben. Den schiebe ich nachher dann nochmal nach oben. Mhm. So. Jetzt ist es so. Ein Kugellagerwirbel, das ist jetzt auch ein spezieller Knoten. Das Ganze nennt sich Augenknoten, kommt eigentlich aus dem Meeresbereich, weil Monofil darf man nicht knicken. Mhm. Und deshalb
zeige ich dir jetzt was. Ich gehe zweimal durch. Durchs Wirbelöhr. Wichtig ist relativ viel Überstand auch. Wie gesagt, wir packen es alles nochmal in unseren Blog und auch als PDF kann man sich zur Not alles ausdrucken, mit ans Wasser nehmen oder über das Smartphone gucken. Genau. Es ist eine Schlaufe entstanden beim Doppeldurchgehen, ja? Jetzt gehe ich hier mit dem Überstand zweimal durch die Schlaufe hindurch. Und das ist das sogenannte Auge, was dann entsteht. Und es verhindert, dass die Schnur allzu sehr knickt. Na super. Und so liegt schön im Bogen, ohne dass die Schnur extrem abknickt. Und wie hoch ist die Tragkraft hier? Locker auch 85%, ne? Ja, vielleicht auch ein bisschen weniger, aber das reicht auf jeden Fall aus. Bei wie der gesagt, ganzen gesamten Stärke, die wir ja, da haben. Ja, ne? Ja. Wir haben hier über 50 Kilogramm Tragkraft und selbst wenn man nachher nur 50% hat, so viel Kraft kann man gar nicht ausüben beim Wälzgerät. Ja. Man muss sich das immer so vorstellen, stell dir mal vor, du hebst einen Kasten Wasser mit 20 Kilo mit einer Wälzroute an. Das wirst du nicht schaffen. Ja. Ja, und das zeigt schon, dass du so viel Tragkraft gar nicht brauchst. So, hier habe ich viel Überstand, wie schon gesagt, ist ganz wichtig, wegen den Knoten. So. Jetzt mache ich einen Achterknoten, ich gehe nach vorne rum, drehe dann einmal das Öhr und gehe dann von hinten durch. Und beim Zuziehen sieht es aus wie eine 8, darum heißt er auch Achterknoten. Befeuchten, ein bisschen sicher ist sicher, ne? Ja, das sieht ziemlich gut aus, ja. Und jetzt halt lasse ich hier wirklich ein bisschen Überstand. Nicht zu knapp abschneiden, wie man es vielleicht von Geflochtenen kennt. Das ist jetzt hier ein recht kurzes Vorfach, was wir auch wollten, weil wir hier ein flaches Gewässer haben. Ja. Ne? Und so die Mindestlänge ist schon 80 cm ungefähr beim Wälzangeln. Wenn ich, lieber also locker mal 2 Meter Vorfachlänge nehmen, nachher kann ich hier am Knoten immer noch kürzen. Genau, ne? Genau. Und dann genau. Habe ich so meine. Wenn ich jetzt ein tieferes Gewässer habe, kann ich durchaus Vorfächer bis knapp 2 Meter werfen, wenn ich eine lange Route habe. Das funktioniert schon. Aber dann brauche ich halt eine gewisse Tiefe. Wenn ich hier ein 2 Meter Vorfach fische, bin ich in der Oberfläche, was ich nicht möchte. Was ist generell so die optimale Höhe? Ich sag mal so 50 bis... über Grund? Ja, 50 bis 80 cm über Grund. Kommt also auch darauf an, wie stark die Wälse rauben. Aber wenn man mit einer U-Pose in Grundnähe angeln will, ist schon so bis 1 Meter über Grund ist ideal. 50 bis 1 Meter, je nach Gewässertiefe. Ja. Gut, da einfach drüber ziehen wieder. Einfach drüber ziehen, ne? Man sieht, es steht nichts ab. Ja, Schnur kann sich nicht verfangen, es wird ein bisschen gestreckt. Das ist hier so 80 cm Vorfach, ne? Mindestvorfachlänge, was hier für das Gewässer ganz gut passt. Super, das ist mal eine geile Montage. Okay, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig. Ne? Fast fertig, jetzt muss man nur noch das Ganze anbringen. Dann nehmen wir uns einen Upliftboom. Perle als Knotenschutz. Unseren Wirbel der Montage. Jetzt mache ich einen Grinnerknoten. Das ist, denke ich, vielen bekannt. Genau. Haben wir auch Tutorial zu auf dem Kanal. Gut. Thema Rutenhalter. Das haben wir gestern schon besprochen. Notwendige Zubehörteile braucht man nur das, was man sonst auch als Angler mit sich führen muss. Wichtig Handschuhe noch, eventuell noch. Ne? Handschuhe, genau. Ja, also ich verwende oft keine Handschuhe. Am Fisch? Ja. Rapfen? Ja. Ich verwende auf keine Handschuhe, aber man schürbt sich die Hände schon so ein bisschen auf. Das kannst du dir vorstellen, wie wenn jemand mit der Stahlbürste so mal über deine Hand geht. Ja, das hat einen Handschuh, ne? Ja. So ein, aus dem Gartenbereich. Ja. Genau. So, Gartenhandschuhe und ansonsten wichtig ist auch noch eine große Plane. Ja, ja. Ja, und weil man weiß ja nie, also zum Zurücksetzen, falls man einen untermaßigen Fisch hat, was auch immer, wenn der Fisch zurück muss. Genau. Dass man den hier nicht auf die Steine drauflegen muss. Genau, ganz wichtig auch, ja. Sonst einmal immer, ne, wo man dann über den Fisch auch kippt. Ja. Stimmt, also Wasser. Feuchte Plane, über Karpfenangeln dann auch, nur halt alles ein bisschen größer. Und es muss nicht gepolstert sein, weil der Wels nicht mit seinem Körper auf den Boden schlägt, sondern wenn dann nach links und rechts in die Luft schlägt. Ja. Gut. Super. Dann zeigen wir jetzt nur noch, wie man die Würmer richtig drauf macht. Zeigen, wie das Ganze mal unter Wasser aussieht, so ein paar Schnittbilder noch. Und ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Mehr braucht man nicht. Mehr braucht man nicht. Mehr braucht man nicht. Eigentlich relativ simpel alles. So, ich würde immer ungefähr am ersten Drittel, wo der Kopf ist, durchstechen. Der Kopf ist gegenüberliegend von der Seite, genau, wo wir hier den Punkt haben. Genau, ne? Ja. Hier ist der Punkt und Kopf ist gegenüber. Wenn es schnell geht, muss ich mir mal, steckt hier jetzt 24 Tauwürmer drauf, im Idealfall kann man es auch mal umgekehrt machen. Ja, man muss da nicht immer gleich prüfen, was ist jetzt genau wo. Ja, manchmal bin ich auch im Mode und da werden die einfach draufgesteckt. Wichtig ist, dass sie halt wirklich lange hängen.
Ja, damit die quasi die Würmer so ein bisschen schon in Richtung von diesem Haken stehen und dann an diesem Haken die nächsten kommen. Somit erhält man halt wirklich so ein 20 cm langes Bündel. Und es flattert besser einfach, ne? Und es flattert besser, ja. Wenn man Einzellaken verwenden würde, wäre das alles eine Linie mit weniger Würmer. Und so hat man wirklich zwei Bündel, die untereinander liegen. Das ist ja richtig attraktiv im Fluss, ja. Aber auch im Stillgewässer. Mhm. Im Stillgewässer ist halt auch ein Vorteil, umso mehr Würmer ich habe, umso mehr Verwirbelungen gibt es, weil die bewegen sich ja auch richtig ordentlich. Man kriegt quasi wirklich in einen legalen Köder richtig Bewegung rein. Ja. Mhm. Vor allem, wie die sich bewegen. Mhm. So, du hängst jeweils wie viel an Haken? 3 bis 4 an Hakenschenkel. Also ich sag mal 4 wären ideal. Okay. Das war alles zum Thema Welsangeln für Einsteiger. Es gibt noch relativ viele Fehler, die man so machen kann, die selbst mir aufgefallen sind, die ich jetzt gemacht hätte. Da werden wir gleich noch ein extra Video zu machen, beziehungsweise die 5 besten Tipps für Welseinsteiger, worauf man achten sollte. Das sind einem auch häufige Fehler. Ja, na. Aber 2 Stück können wir jetzt hier noch mit reinpacken. Mhm. Nämlich das eine, das fand ich noch spannend, dass häufig die Leute zu leichte Unterwasserposen verwenden, ne? Also kaufen. Das heißt, wenn du jetzt hier so ein Taubaumbündel 24 Stück drauf hast und du hast jetzt nur eine 10 Gramm Pose, kann sein, dass die Pose gar nichts bringt. Und der Auftrieb reicht nicht aus. Ne? Genau. Wichtig ist, dass die U-Pose den Köder zuverlässig trägt. Und das prüft man, indem man einfach den Köder vor sich ins Wasser setzt und guckt, ob das Ganze auch schwimmt. Ne? Okay. Und du sagst Faustregel 20 Gramm für Tauwürmer. Hm? Genau. Und für Köderfische sollte man ein paar schwere und ein paar leichtere dabei haben. Genau, kommt auf die Köfigröße an. Ja? 10 Gramm, teilweise auch 5 und 7 Gramm für kleine Köder. Und das geht hoch bis zu 100 Gramm für richtig große Köder. Mhm. Und jetzt gleich machen wir auch noch ein ganz kurzes Quickie-Video, wo der Carsten mir zeigt, wie man mit Köderfischen und der U-Pose angelt, wie man die da drauf macht, weil das ist auch mal ein bisschen komplizierter. Genau, im Stillgewässer nicht, aber im Fluss schon. Ja, und das werden wir gleich im Extra-Video machen, also ne, verpasst das nicht, abonniert den Kanal auf jeden Fall. Und noch eine wichtige Sache, genau. Das Thema Absenken. Ne? Genau. Weil wir haben jetzt hier noch eine Route drinne. Die liegt direkt 3 Meter vor unseren Füßen, 2 Meter vor den Füßen, weil hier ein Loch ist. Ja, es sind jetzt schon so 5 Meter, ne? Wollen wir mal nicht untertreiben. Gut. Aber es könnten auch 3 Meter sein. Genau. Und du hast gesagt, 4 Fehler ist, wenn die Leute die Schnur jetzt einfach so steil reingehen lassen. Genau, weil wir haben hier keine Strömung, das Vorfach treibt senkrecht auf. Und wenn die Schnur zu steil ins Wasser läuft, bedingt auch durch die Rute, die hochgestellt ist, dann kann es sein, dass quasi die U-Pose sich in der Hauptschnur verhängt. Ja? Mhm. Und was wollen wir dann erreichen? Wir wollen erreichen, dass die Hauptschnur flacher ins Wasser läuft und das geht halt mit Absenken. Kann man zum einen mit einem Blei machen, ja. Senkblei aus dem Oder Wasser. Hier, habe ich mal gestern Abend ganz schnell gebaut, so ein Stückchen, ja. Einfach so in die Schnur gelegt. Und der fliegt dann weg beim Biss. Weg, ne? Ja. Das ist, finde ich, eine super easy Sache. Ohne das Absenkblei gefällt mir viel besser. Mhm. Weil beim Absenkblei hast du dann zusätzlich noch so ein fettes Blei in Gewicht der Schnur drin. In der Schnur ist nicht schön, ja. Ja. Cool. Also, das also nochmal so als Abschluss. Die beiden Abschlusstipps bzw. Fehler, die man machen kann. Ja, ich werde jetzt hier. Meine Sachen habe ich quasi parat. Ich werde es heute wahrscheinlich nochmal auf Wels probieren. Ich wünsche dir viel Glück. Da freue ich mich schon drauf. Ich will ein Foto sehen. Ja, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Die Basics zumindest mal. Und wie ich am Rhein, an anderen Gewässern, wie ich Spinnfischen auf Wels mache, im Ausland und so weiter. All das haben wir, wie gesagt, das passt gar nicht alles in YouTube rein. Nee, da haben wir über 55 Videos oder knapp 50 Videos abgedreht. Knapp über 50, extra ja. In einen Online-Kurs in unsere University gepackt. Wie gesagt, schaut euch das an. Link dazu ist unter dem Video drin und auch nochmal in den Kommentaren. Und ich würde sagen, Carsten, war eine coole Session, auch wenn wir keinen Fisch gemacht haben. Geiles Gewässer und Hauptsache draußen sein, so ist es. Und vor allem viel gelernt. Ja, darum geht es ja jetzt, um das selber umsetzen zu können. Da freue ich mich heute schon drauf. Genau, und euch viel Erfolg dabei. Ja. Ganz genau. Und dir auch. Macht's gut, Leute. Euer Hubertus von Fishing King und euer Carsten Zeck von Zeck Fishing. Ciao.